Okay. Es werde Licht, das ist heute auch mein Thema. Ich möchte reden über Licht. Wenn du im Bible-Server eingibst das Wort Licht, dann bekommst du ganz viele Treffer. Und ich möchte das jedem auch empfehlen. Google oder such in der Bibel nach dem Wort Licht und lies allein diese Verse. Das ist so stark, weil Gott selbst ist Licht. Richtig? Ihr dürft heute voll mitarbeiten. Ich bin so gut aufgelegt, ich bin so ausgeschlafen. So ihr auch, richtig? Yes. So Gott ist Licht und alles, was Gott tut oder alles, was er auch geschaffen hat, entspricht dem, wer er ist. Ist logisch, richtig? So Gott ist Licht und ganz am Anfang, also unserem Anfang, hat er gesprochen, es werde Licht. Er ist Licht und er spricht Licht in Existenz. Vergiss das nicht, alles, was Gott tut, ist ein Ausdruck von dem, wer er ist. Gott heilt nicht nur, er ist Heilung. Gott schenkt nicht Freude, er ist Freude. Alles, was er tut, ist, wer er ist. Das ist ziemlich cool, oder? So, Gott ist Licht und wir Menschen lieben Licht. Richtig? Ja, wir lieben Licht in allen Variationen. Wir lieben ein Lagerfeuer. Wir sitzen vorm Lagerfeuer und wir starren einfach rein. Richtig? Warum? Weil es so schön ist. Wir lieben Licht. Wir lieben Sonnenaufgänge. Wir lieben Sonnenuntergänge. Wir lieben die Sonne, aber wir starren halt nicht so die ganze Zeit rein. Wir lieben Licht. Licht hilft uns zu sehen. Licht wärmt uns. Licht tut so viele gute Dinge für uns und es trifft unser Herz. Ein schönes Licht, wo es voll nett. Richtig? Ich sage nicht immer richtig. Ihr müsst immer so sagen, richtig, stimmt. Dann sage ich nicht immer, richtig? Okay. So, ich habe diese Predigt hat drei Teile. Der erste, dass Gott ist Licht, wir sind Licht und wir sind aufgerufen, im Licht zu wandeln oder zu leben. Und ich habe einen Haufen Verse. Wer freut sich über einen Haufen Verse? Yes! Wir sind eine wortfeste Gemeinde. Wir lieben die Bibel. Und ich habe mich eh beherrscht. Ich habe zuerst alle rausgeschrieben, die gut sind, und dann habe ich so... Und ich habe ein paar genommen, die man nicht immer lesen. Psalm 27, Vers 1, da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist unser Licht. Gott ist Licht. Er ist unser Licht und deshalb brauchen wir uns von niemandem und nichts fürchten. So dass zu wissen, Gott ist unser Licht, bedeutet, dass Furcht geht. Je mehr Erkenntnis und Erfahrung in unser Leben darüber kommt, Gott ist mein Licht, desto mehr geht Furcht in unserem Leben. Amen? Amen. Gott ist unser Licht. Vor wem sollten wir uns fürchten? Und es gibt schon ganz schön viel bedrohliche Dinge in dieser Welt. Oder? Ja, die uns sagen, fürcht dich, es wird schrecklich werden, es wird schlimm werden. Aber wenn wir mehr und mehr das zulassen, auch diesen Gedanken, diese Erkenntnis, Gott selber ist mein Licht, dann geht Furcht. Und Gott selbst ändert sich nicht. Im Jakobusbrief steht, dass er ist der Vater des Lichts, in dem gibt es keinen Schatten, keinen Wandel von Licht und Finsternis. Er ist immer Licht. Es bedeutet, egal wie finster es ausschaut, Gott ist immer Licht. Er dimmt sich nicht runter und sagt, jetzt bin ich mal ein bisschen ein müderes Licht. Er ist einfach Licht. Gott ist unser Licht. Amen. Und Gott möchte, dass Menschen das wissen. Weil Menschen können in so viel Dunkelheit leben. Und Gott möchte diese Erkenntnis bringen. Hey, ich bin euer Licht. Deshalb ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen in diese Welt. Und er ist in meine Welt gekommen, in deine Welt. Und wie ist er gekommen? Mit Licht. Wie ich mich bekehrt habe, ich weiß noch ganz genau, ich sitze da und der Jan Eriksen redet da vorne und ich habe das Gefühl, wie als ob er wirklich meine Augen so aufmacht und ich auf einmal sehe ich und ich denke mal, weiß ich nicht, was passiert da? Meine Augen sind so, ich schaue die ganze Zeit so und es war wirklich wie ein, mir geht ein Licht auf. Ich sehe auf einmal klar.
Wenn Licht kommt, sehen wir Dinge klar. Er ist unser Licht. Jesus ist gekommen als Licht. Und es ist schon prophezeit worden. Im Alten Testament so viele Verse. Gott ist unser Licht. Er ist unser Licht. Er ist unser Licht. Er geht auf über sein Volk. Licht kommt, Licht kommt, Licht kommt. Und eine Stelle davon ist Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Dieser Vers ist dann auch zitiert in Matthäus 4, Vers 16. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Wer ist dieses große Licht? Gott selbst, der gekommen ist, hier auf diese Erde. Jesus ist gekommen und er war ein Licht für alle Menschen. Das ist so stark. Voll. Johannes 1, Vers 4. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war Leben. Dieses Zoe-Leben, göttliches Leben, Leben in Fülle, war in Jesus. Und dieses Leben ist das Licht von allen Menschen. Gott ist voller Leben. Amen? Voller Leben. Und wir dürfen nicht dieser Lüge glauben, dass die Welt ist voller Leben. Dann kommt Gott, wir bekehren uns und dann ist irgendwie das Leben, dann ist ein bisschen vorbei mit dem Leben. Ja? So, ich habe mir das gedacht. Ich habe schon, bevor ich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich irgendwie gewusst, das stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich werde mich bekehren, kurz bevor ich sterbe. Weil wenn ich Christen anschaue, die leben irgendwie fad. Und so will ich nicht leben. Und das ist eine blöde Lüge. Weil Jesus ist das Leben. Amen. Gott ist das Leben. So, wenn wir zu Gott kommen und dieses Licht in unser Leben kommt, ist es nicht ein, aha, jetzt habe ich dich, jetzt wirst du ein frommes, fades Leben führen. Sondern es ist ein volles Leben. Ein volles Leben. Wenn du schaust, diese Gleichnisse, die Jesus erzählt, wo er das zeigt, wie das ist, wenn Jesus jemanden findet, dann erzählt er die Geschichte von dem Schaf, von der Münze, von dem verlorenen Sohn. Und das Ende von jeder Geschichte ist was? Er schmeißt eine Party. Das Ende ist immer eine Party. Was heißt das? Gott feiert gern, richtig? Deshalb sagen wir auch, wir feiern Gottesdienst, wir feiern Abendmahl, wir feiern. Dieses Leben ist ein Fest. Warum? Weil Gott ist voller Leben. Wenn Licht kommt, dann kommt sein Leben und es ist ein Fest und es ist voll gut für uns. In ihm war das Leben und ist es noch immer. Dieses Leben war das Licht der Menschen. So, Jesus ist gekommen und er hat praktisch dieses Licht, hat so arg, war so strahlend, und wenn Licht strahlend ist, dann passiert Folgendes. Es ist so, wie wenn du zu Hause deine Fenster putzt und du denkst dir, boah, die Fenster, die sind jetzt echt sauber. Ich habe vor ein paar Wochen Fenster geputzt. Ich mache das so einmal im Jahr. Und dann putze ich die Fenster und denke mir, pff, jetzt sind die Fenster wirklich schön. Okay, dann kommt die Sonne und du denkst da, voll verschmiert und der ganze Fliegenschiss ist auch noch da und so, gibt's ja gar nicht, oder? So, wenn Licht kommt, und genauso war das auch mit Jesus, Licht ist gekommen, und wenn Licht kommt und strahlt, dann zeigt das auch die unschönen Dinge. Richtig? Nämlich verstärkt. So, Jesus ist gekommen und sein Licht war so hell, dass er jeden Dreck auch aufgezeigt hat, einfach durch seine Gegenwart. Im Psalm 90, Vers 8 steht, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Okay, so jetzt ist es aber so, wenn Jesus sein Licht kommt, und wir sehen das auch ganz klar in der Bibel, Jesus ist gekommen und alle waren im gleichen Boot, alle waren Sünder und sein Licht strahlt und Menschen reagieren auf verschiedene Arten. Die einen sagen, stimmt, da ist so viel Dreck in meinem Leben. Und die anderen tun so auf, na, Vorhänge zu, das stimmt gar nicht. Mit mir ist alles bestens. So, wir haben zwei Möglichkeiten. Und das Schöne am Evangelium ist Folgendes. Wenn Jesus kommt mit seinem Licht, dann ist es ja nicht nur sein Licht, das strahlt auf Sünde, sondern es ist seine Person, die kommt und strahlt.
So in seinem Licht finden wir seine Person und in seiner Person finden wir ja vollkommene Liebe und Annahme und Barmherzigkeit. Und deshalb brauchen wir Dreck nicht verstecken. Das ist gut, oder? Versteht ihr, was ich meine? Das ist voll wichtig, das auch zu verstehen. Im Lukas 15, Vers 8 steht, oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie ein Drachme verliert, eine Lampe an, kehrt das Haus, sucht sorgfältig, bis sie findet. Dieser Vers, wie ich den jetzt wieder gelesen habe, war so auf mich, während sie sucht, zündet sie eine Lampe an. Gott sucht Menschen, aber mit Licht. Das bedeutet, wenn wir auch Menschen von Jesus erzählen oder von Gott erzählen, ist es nicht, wir erzählen nicht, du bist ein Sünder, dein Leben ist so schrecklich und so weiter, sondern wir stellen Jesus vor, wir zünden die Lampe an. Versteht ihr, was ich meine? Weil sein Licht, wenn er kommt, sehen wir diese Notwendigkeit von, ich brauche einen Erlöser, aber es ist keine Verdammnis da, richtig? Weil er da ist. So dieses Licht muss strahlen. Zünd die Lampe an. So diese Schönheit von Jesus ist dann vordergründig. Nicht unser dreckiges Fenster oder unser Dreck, sondern die Schönheit von Jesus. Wie Paulus unterwegs war auf der Straße nach Damaskus. Er war unterwegs und er wollte alle Christen einsperren und er hat die Gemeinde gehasst und er hat diese Botschaft gehasst. Und was begegnet ihm auf dieser Straße? Jesus selbst als Licht. Er ist geblendet von dieser Schönheit. Das ist so stark. Ich habe letzte Woche, den Mittwochsgottesdienst von der FCG Wels angeschaut. Die haben jetzt auch so eine Serie, die heißt My Story, wie die auf das gekommen sind. Und da hat der Wolfgang Huber sein Lebenszeugnis erzählt. Und ich kenne den Wolfgang Huber schon ganz lang von der Welser Gemeinde. Der sitzt immer irgendwo, aber ich habe den noch nie reden gehört. Ich habe schon gewusst, er hat irgendwie ein starkes Zeugnis. Aber ich habe mir das so auftritt, habe mir gedacht, ich höre ein bisschen so nebenbei. Und ich war so gefesselt von denen seiner Geschichte. Ich möchte euch echt empfehlen, hört euch das an. Und er erzählt auf so eine authentische, demütige, aber mutige Art und Weise seine Geschichte. Der hat eine ganz arge Drogengeschichte und so weiter. Und dann erzählt er, wie er Jesus begegnet. Und er erzählt auch von diesem Licht, das auf einmal da war, in diesem Zimmer. Volles Licht. Und er sagt, Jesus ist jetzt da. Und er hat selbst seinen Zustand so genau erkannt in diesem Licht. Aber ohne Verdammnis, sondern einfach nur, wie schön Jesus ist. Das ist meine Antwort. Das ist das, was ich gesucht habe. Jesus ist das Licht, das zu uns gekommen ist. Ich bin so froh darüber. Ja auch. Amen. Kannst du dich erinnern an den Moment, wo das Licht angegangen ist in deinem Leben? Ich werde es nie vergessen. Wenn das Licht angeht und das macht der Heilige Geist und er zeigt uns Licht und wir drehen das Licht auf für Menschen. Wir erzählen von Jesus. Dann hat der Heilige Geist was zu tun. Amen. Amen. Okay, so wenn wir Jesus annehmen, dann sind wir Licht. Du bist Licht. Ich bin Licht. Wir sind Licht. Im Epheser 5, Vers 8 steht, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wir waren mal Finsternis. Das ist nicht so eine populäre Message, aber es ist so. Du warst mal Finsternis. Ich war mal Finsternis. Ja? Jesus ist gekommen als Licht. Und wenn wir ihn annehmen, dann sagt die Bibel, dann werden wir Licht. Warum? Weil wir von neuem geboren werden und der Heilige Geist wohnt in uns. In uns ist es hell. Wir sind Licht. Jesus sagt in der Bibel, solange er auf der Erde ist, ist er das Licht der Welt. Und jetzt sind wir das Licht der Welt. Das ist stark. Ich stelle mir das oft so vor, wie das ausschaut, auch im geistigen Raum. Wenn wir da so versammelt sind, lauter so kleine Licht, 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 Licht. Und wenn wo Licht ist, dann muss die Finsternis gehen. Richtig? Du kannst in einem Stadion, das ganz dunkel ist, sitzen und wenn du ein Feuerzeug anmachst, jeder wird es sehen.
weil Licht ist sichtbar. Jesus sagt, wir sollen unser Licht nicht unter einen Scheffel stellen. Wir sollen unser Licht scheinen lassen. Was bedeutet das? Wir sind Licht. Wir versuchen nicht Licht zu sein, okay? Ich versuche Licht zu sein, sondern wir sind Licht. Und wir reden in dieser Gemeinde viel über das, wer wir sind. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben diesen Geist in uns, der ausruft, aber lieber Vater, wir sind Licht. Wir versuchen nicht, uns selbst zu etwas zu machen, sondern wir erkennen, wer wir schon sind. Das ist wichtig. Wir erkennen, wer wir sind. Und das, auf was ich wirklich hinaus möchte, ist, wie wandeln wir im Licht? So wie ich da gelesen habe im Epheser 5, Vers 8. Wir sind jetzt Licht und wir sollen wandeln als Kinder des Lichts. So, dass du ein Kind des Lichts bist oder dass du jetzt Licht bist, das bist du einfach. Das ändert sich nie. Du nimmst Jesus an und du bist immer Licht. That's it. Ja? Du bist, wer du bist. Aber zu wandeln im Licht ist eine Entscheidung, die wir treffen, immer wieder und immer wieder. Und dass wir im Licht wandeln, ist nicht immer gleich, sondern das hat mit unseren Entscheidungen zu tun, mit dem, dass wir dieses Leben, das wir mit Gott haben, wirklich leben, in dieser Verbundenheit mit ihm. Und das ist unsere Entscheidung. Wenn ich sage, das ist unsere Entscheidung, manche reagieren dann so auf, das klingt irgendwie anstrengend. Aber sieh es so, es gibt dir ganz viel Freiheit und Selbstverantwortung. Gott zwingt dich nicht. Er zwingt nicht dir das auf, dass du im Licht wandelst. Er lässt nicht seinen Heiligen Geist Scheinwerfer die ganze Zeit, egal wo du hingehst, dich verfolgen. Das macht er nicht. Sondern er sagt, hier, wir können entscheiden, ob wir im Licht leben. Im Matthäus Kapitel 6, Vers 22 bis 23, da steht, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? So, er spricht über das Auge, dass das Auge ist das Licht des Leibes. Und ich habe irgendwie diesen Vers nie so ganz verstanden. Es war so, was jetzt, was ist mit meinem Auge? Wo soll mein Auge Licht sein? Und ich denke, es ist so, das Auge ist ein Sinnesorgan. Das bedeutet, es hilft uns dabei, wahrzunehmen. Und wir haben auch geistige Sinnesorgane. Stimmt? Es ist ein, zum Beispiel, seht und schmeckt, wie gut der Herr ist. Wir können geistige Dinge schmecken. Wir können geistige Dinge sehen. Der Kenneth Hagin, von dem habe ich jetzt ein Buch wieder gelesen, da schreibt er, er hat manchmal Dämonen schon gerochen. Ich habe noch nie einen Dämon gerochen. Aber man kann Dinge wahrnehmen in der geistigen Welt. Richtig? Du kannst Dinge, wir haben eine geistige Wahrnehmung. So, ich glaube, es spricht darüber auch, dass unser Auge, unsere geistigen Augen, erleuchtet sein sollen mit Gottes Licht. Und so wie wir geistig Dinge wahrnehmen, oder so wie wir, ob wir unsere geistigen Augen erleuchten lassen durch sein Licht, so nehmen wir die Welt und die Menschen um uns herum wahr. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Könnt ihr Nein sagen auch. So, wie mache ich das? Wie lasse ich meine Wahrnehmung erleuchten? Wie lebe ich im Licht des Herrn? Was bedeutet das? Wie mache ich das? Und ich habe ein paar so Hilfen dafür. Wie lebe ich im Licht des Herrn? Im Psalm 119, Vers 105, da steht, eine Leuchte für mein Fuß ist dein Licht, ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. So, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann hilft uns das, im Licht zu leben, weil sein Wort ist Licht.
Je mehr ich das Wort sehe und glaube und aufnehme, hilft es mir, dass ich nicht im Dunkeln lebe. Es spricht über Leben, über Wandeln. Es spricht nicht darüber, wer wir sind. Wir sind immer Licht. Gott ist unser Licht. Wir sind Licht. Aber wir reden jetzt über dieses Leben und wie wir hier leben. So, ich brauche das Wort Gottes, dass sein Licht in mein Leben kommt und meinen Weg erhellt. Weil sonst kann ich Licht sein in mir drinnen, aber wenn mein Weg nicht ausgeleuchtet ist, stolper ich trotzdem durchs Leben. So, wenn ich Zeit verbringe in Gottes Wort, und wir haben so viele Möglichkeiten, das Wort Gottes aufzunehmen. Es ist ein Hammer. Ja? Wir haben so viele Möglichkeiten, das Wort zu nehmen. Und ich möchte dich echt jedes Mal ermutigen, nimm das Wort Gottes auf in dein Herz. Und auch wenn du dir denkst, ich weiß nicht, ich höre ihr zu, aber irgendwie denke ich schon an Mittagessen und Schnitzel, das macht nichts. Hey, das macht nichts. Und auch wenn du zu Hause deine Hörbibel laufen lässt und so weiter, das Wort Gottes tut etwas in dir. Setz dich hin, auch wenn du nur einen Vers am Tag liest und über den nachdenkst, das Wort Gottes tut was. Und es ist eine Leuchte auf unserem Fuß. Brauchst du eine Leuchte auf deinem Fuß? Ich schon. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich ins Schlafzimmer von unseren Kindern, wie sie klein waren, reingeschlichen bin am Abend, weil ich noch irgendwas ding und dann steige ich auf urviel Lego drauf und das ist urmühsam, wenn man nichts sieht, wo man hinsteigt. Und es gibt so viele Christen, die durchs Leben stolpern, wo das Wort Gottes doch eine Leuchte ist auf unserem Fuß. Und das Wort Gottes hat so viel zu sagen über Lebensbereiche, wo wir uns denken, manchmal lese ich was und denke mal, irre, dass das in der Bibel auch steht über das. Das hilft mir jetzt voll, das ist volle Weisheit. Da ist so viel Weisheit drin, so viel Erkenntnis über wer Gott ist und es erleuchtet unseren Weg. Das ist eine so gute Sache. Das Wort Gottes hilft uns. Das nächste, was wir brauchen, um im Licht zu wandeln. Wir haben diesen Aufruf, ihr seid jetzt Licht, so lebt als Kinder des Lichts. Wie kann ich als Kind des Lichts leben? Was hilft mir? Das Wort. Das nächste ist Gemeinschaft. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. So ein interessanter Vers. Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir uns seinem Licht aussetzen, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Im Licht zu wandeln ist eine Entscheidung. Ich möchte im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Das bedeutet, Herr, lass dein Licht scheinen auf mein ganzes Leben. Warum können wir das so mutig sagen? Weil er unser Licht ist. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind Licht. Deshalb können wir kühn Gemeinschaft haben und sagen, Herr, lass dein Licht scheinen in mein Leben. Und dann haben wir, wenn wir so leben, Gemeinschaft miteinander. Warum? Weil das Tarnen und Täuschen aufhören kann. Das ist stark, richtig? So, je mehr wir in dieser Kenntnis auch wachsen, Gott ist mein Licht, ich bin Licht, ich bin, wer ich bin, kann ich mutig auch mit anderen Leuten sein. Aber wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen nicht nur Gemeinschaft mit ihm, sondern auch miteinander. Der Grund, warum wir hier zusammenkommen, und warum wir zum Beispiel Gottesdienst feiern, ist genau der, dass wir irgendwie so unser Licht auf einen Haufen hauen. Das ist wie wenn du dir vorstellst, ein Lagerfeuer, das brennt. Und im Alten Testament gibt es dieses Bild von den Brandopfern. Und weißt du, ein Opfer, das was brennt, wird von den Menschen gebracht. Und der Herr gibt das Feuer. Genauso ist es im Neuen Bund auch. Wir kommen und wir bringen uns selbst und der Herr schenkt das Feuer. Aber wenn wir zusammenkommen, dann ist es wie, als ob wir alle unsere Holzscheiteln reinhauen und es kann größer brennen als einer alleine. Amen? Deshalb tun wir zusammen Lobpreis machen. Wir beten zusammen. Wir ermutigen einander. Warum? Weil das Feuer dann besser brennt. Und wir haben Gemeinschaft miteinander. Gemeinschaft hilft uns, im Licht zu leben. Wenn du belogen bist in irgendeinem Bereich in deinem Leben, mir geht es so oft, dass es Wahrheit kommt auch durch andere Leute. Da, wo ich offen bin und wo ich erzählen kann, wie es mir geht, oder auch manchmal erzähle ich es niemandem und trotzdem sagt irgendwer was,
was voll, wo ich weiß, boah, das ist jetzt der Herr. Da kommt Licht und Lüge muss gehen. Gott hat es so beschlossen, dass wir einander brauchen. Und das, was der Teufel hasst, ist, wenn wir miteinander sind. Es ist immer dasselbe, wenn Leute vom Glauben abfallen. Menschen sind enttäuscht und kommen dann nicht mehr und sagen, ich und der Herr alleine, das genügt. Und Leute werden dann komisch, ohne Ausnahme. Ich habe noch niemanden getroffen, ein Christ, der immer alleine dann ist, der nicht komisch ist. Weißt du warum? Weil er ist leichte Beute. Ja? So, wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinschaft. Wir schmeißen unser Holz zusammen und wir sagen, brenn, Heiliger Geist. Amen. Wir wollen dieses Licht, wir wollen dieses Feuer und wir brauchen einander. So ist es. Und weißt du, wir sind ja, um bei diesem Bild zu bleiben, wir sind ja nur diese Holzscheiteln, die man da ins Holz haut. Ich bin nicht dein Licht, du bist auch nicht meins, sondern wir tun zusammen den Herrn erheben und er ist unser Licht und er ist unser Feuer, der Dinge in unserem Leben wegbrennt, die weggehören und die Dinge, die er reinigt und scheinen lässt durch sein Feuer. Wenn wir im Licht leben und wissen, er ist unser Licht und warum wir miteinander sind, dann funktionieren diese Dinge auch recht gut. Weil dann erwarte ich auch nicht von dir etwas, was der Herr alleine tun möchte für mich. Richtig? Könnt ihr mir folgen heute? Okay. Im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, da steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Wir sind auserwählt. Ein königliches Priestertum. Wow. Eine heilige Nation. Ein Volk zum Besitztum. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sind berufen in sein Licht. Und weißt du, wo man das Licht dann noch größer sieht? Wenn wir das zusammenschmeißen, richtig? Weil Gott hat uns alle geschaffen, auch in seinem Ebenbild. Das bedeutet, du hast was von Gottes Ebenbild in dir, was ich nicht habe und ich nicht sehe. Aber wenn ich mit dir bin, dann kann ich das besser erkennen. Dann kann der Heilige Geist das beleuchten und ich sehe, wie Gott ist. Und wir wollen sein Licht sehen. Wir sind ja hier wegen ihm. Richtig? Aber wir helfen einander. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Und das produziert auch ein losgelöstes Christentum, dass wir nicht mehr mit uns selbst so beschäftigt sind, weil wir nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen unsere Nöte so viel begegnet bekommen, weil wenn wir mit dem Herrn sind, dann tut er so viele Dinge für uns. Ist dir das schon aufgefallen? Du kommst, dich beschäftigen so viele Sachen und das und dies und das. Und im Lobpreis, seine Gegenwart kommt und dein Herz wird leichter und du bist ausgerichteter. Sein Licht scheint auf. Ich habe oft im Lobpreis, redet Gott irgendwas zu mir, gibt mir eine Antwort auf was, wo ich mir denke, was mache ich da, wie tue ich da? Wow, und sein Licht kommt und Dinge sind klar und die Wolken gehen weg und sein Licht scheint. Warum? Weil wir uns zusammenhauen und ich schaue auf ihn und er ist mein Licht und er tut sein Werk. Amen? Das ist im Licht leben. Wir leben im Licht, wir leben in seinem Wort, wir leben in Gemeinschaft mit ihm. Ich bin immer sein Kind, aber ich entscheide mich dazu, wie viel ich auch mit ihm sein möchte, wie viel ich ihn scheinen lasse in mein Leben. Ich entscheide mich dazu. Und Gott respektiert das. Ich liebe das an ihm. Ich liebe das an ihm. Ich liebe das an ihm. Gott respektiert unsere Entscheidungen. Er respektiert das. Ich liebe Menschen auch, die Dinge respektieren. Das ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Amen. Aber das war jetzt, wo war ich? Genau, wir sind miteinander, wir brauchen einander. Und wenn wir auf ihn fixiert sind, dann greift das auch, dieser Vers, dass wir verlieren unser Leben und wir finden es neu. Wir verlieren unser Leben und wir finden es neu. Jesus nachfolgen bedeutet, sein Leben verlieren. Amen. Und im Licht leben heißt Nachfolge. Errettung ist ganz einfach. Wir werden errettet wie? Indem wir an das Erlösungswerk Jesu glauben, richtig? Jeder Mensch kann das einfach annehmen und ist errettet. Da fährt die Eisenbahn drüber, so ist es. Egal, was er dann nachher damit macht. Aber Nachfolge im Licht leben ist nicht so.
Es kostet uns was. Immer wieder und immer wieder. Aber das, was es uns kostet, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir bekommen. Aber es kostet uns vorher schon was. Täusch dich nicht. Für jede Auferstehung muss vorher was sterben. Es ist so. Es ist so. Und wenn dich mühsame Dinge im Leben segieren, dann lass sie sterben. Wenn Dinge dich ablenken vom Plan Gottes in deinem Leben, lass sie sterben. Es ist nicht wert. Und lass sein Licht reinscheinen. Und nicht nur im Sinn von, ich lasse sein Licht reinscheinen, okay, ich soll zum Beispiel, was weiß ich kämpfe mit Neid oder geizig sein. Okay, ich sollte nicht geizig sein. Die Bibel sagt, ich sollte nicht geizig sein. Okay, ich möchte großzügig sein. Ich werde jetzt großzügig leben. Großzügig sein. Nicht geizig sein und so weiter. Das ist der falsche Weg, weil es ist total fokussiert auf dich. So, wenn du zum Beispiel, wenn der Heilige Geist sein Licht scheinen lässt und sagt, hey, du bist geizig, dann ist der richtige Weg, das Licht anzuzünden, dieses Jesus da mit reinzunehmen. Weil wenn ich Jesus erkenne, dass er mein Versorger ist, er kümmert sich um mich, er gibt alles für mich, er ist, wie er ist, dann kann ich diesen Geiz, der in mir ist, zum Beispiel, kann ich behandeln und sagen, das ist wirklich eine grausige Sache. Geizig sein ist eine grausliche Sache, richtig? Da hat es früher diese Werbung gegeben, Geiz ist geil, könnt ihr euch erinnern? Und da, ich glaube, das war einer der ersten Kinofilme, wo man mit Elias war, das war so lieb. Und die Werbung ist dann, Geiz ist geil. Und der Elias steht auf, war so klein, steht auf und ruft, das stimmt nicht! So, Geiz ist wirklich nichts Gutes. Weißt du warum? Weil Geiz ist so stressig. Du musst dich die ganze Zeit um dich selber kümmern. Du hast nur Augen für deine Bedürfnisse. Du wirst nie satt. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie Gott ist. Weil Gott ist ein Geber. Alles, was er tut, ist, er gibt. Richtig? Aus ihm fließt voll viel Überfluss. Das bedeutet, ich hole sein Licht da rein. Ich sage, wow, ich kämpfe mit Geiz. Warum ist das so? Weil ich das Gefühl habe, niemand kümmert sich um mich. Und ich muss die ganze Zeit alleine strudeln. Und ich habe Angst davor, dass ich zu wenig habe. Aber Jesus, hey, du bist mein Hirte und du kümmerst dich um mich. Und du schaust auf mich, du versorgst mich. Und ich sehe sein Licht. Und in diesem Licht sehe ich meinen Geiz auch, wie er wirklich ist. Und ich denke mir, so will ich nicht. Ich will nicht gebunden sein mit dem. Ich lasse das los. Und ich gebe das weg. Und es ist keine Verdammnis da, sondern sein Licht und seine Hilfe. So funktioniert Leben im Licht. Und dann mache ich das, was er sagt. Und dann sagt er vielleicht Dinge, Conny, gib das und das weg. Und ich sage, aber das habe ich mir gerade gekauft. Und er sagt, gib's trotzdem, gib's weg. Und ich bin gehorsam und ich mache das und ich sehe, wo Freiheit kommt. So funktioniert Leben im Licht. Wenn du das nicht machst und du lebst geizig bis an dein Lebensende, liebt der Herr dich trotzdem. Amen. Wirst du in den Himmel gehen? Ja. Wird dein Leben blöd sein? Ja. In dem Bereich? Ja. Und so ist es mit allen Bereichen in unserem Leben. Und unter Gesetz, weißt du, war der Standard schon hoch, aber unter Gnade ist er eigentlich irgendwie noch höher. Weil unter Gnade ist er nicht mehr nur, hey, ich soll nicht Ehe brechen in einem Akt des Ehebruchs. Unter Gnade ist es ein, Conny, du sollst gar nicht andere Männer super finden und besser wie den Peter. So was brauche ich da? Ich brauche sein Licht in meinem Leben, richtig? Und wenn, irgendwie musst du immer herhalten, tut mir leid. Und so, wenn es jetzt Phasen gibt, wo der Peter mich voll nervt, und ich habe einen Arbeitskollegen, den finde ich aber voll, das ist nur theoretisch. Und ich habe einen Arbeitskollegen, den finde ich aber so nett. Was mache ich dann? Ich muss sein Licht reinlassen, richtig? Und sein Licht reinlassen bedeutet auch, ehrlich zu sein. Und dazu muss ich Jesus wieder kennen und wissen, zu dem kann ich so ehrlich sein. Und ich kann sagen, Jesus, ich habe so schwer gerade in meiner Ehe und ich finde meinen Mann richtig doof. Vielleicht müssen wir das rausschneiden dann. Und ich finde ihn irgendwie richtig doof. Und der andere Arbeitskollege, der ist so nett, der versteht mich so, der hört mir so zu. Aber Jesus, ich möchte einfach ein Leben haben, so wie du es für mich geplant hast. Ich möchte eine starke Ehe haben. Ich möchte den Peter so sehen, wie du ihn siehst. Und ich möchte vergeben, da wo ich verletzt bin. Und ich möchte, weißt du, und so hole ich Licht rein. Und er lässt uns da nicht im Regen stehen, sondern er lässt sein Licht aufgehen. Amen. Ohne Verdammnis, aber er hilft uns. Nur ich muss ehrlich sein, richtig? Und ich muss dazu wissen, wer er ist. Er ist ein Licht.
Und ich muss wissen, wer ich bin. Ich bin Licht und ich bin Gerechtigkeit und ich bin seine Tochter und ich bin, wer ich bin. Deshalb kann ich kommen und kann ich alles, was in meinem Herzen ist, den ganzen Dreck anscheinen lassen, ohne dass ich mich schämen muss dafür. Und so lebe ich im Licht. So leben wir im Licht. Im Licht leben ist sowas Gutes. Richtig? Es hilft uns, Gemeinschaft mit ihm haben, Gemeinschaft miteinander haben. Es hilft uns, im Licht zu leben. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich irgendwie zurückziehen, auch weißt du, von Gemeinschaft mit dem Herrn, Gemeinschaft mit anderen Leuten. Ich sag dir was, das ist eine teuflische Sache, mach das nicht. Mach das nicht. Sind wir versucht, das zu tun? Ja. War ich schon mal versucht, das zu tun? Absolut. Ja? Genau. Manchmal fahre ich auf eine Insel. In meinen Gedanken sitze ich dann auf meiner Insel. Dann ist es immer nur die Luftmatratze im Pool. Aber es ist gut, im Licht zu leben. Es ist so gut, im Licht zu leben. Richtig? Gott ist unser Licht. Er hilft uns. Amen? Er hilft uns. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie, irgendwas rennt auch gerade nicht rund in mir oder in meiner Beziehung zu wem oder wie auch immer, dann du kannst das auch beten, Heiliger Geist, lass dein Licht da reinscheinen. Um was geht's denn da jetzt eigentlich? Was ist denn da los? Und er lässt sein Licht scheinen und es kommt Klarheit. Und er redet, er ist ein sprechender Gott, er hilft uns. Lies sein Wort, hör sein Wort. Es ist ein Licht auf unserem Weg. Dieses Leben, weißt du, ist zum Gehen. Ist nicht zum Sitzen da, ist zum Gehen. Wir gehen, wir laufen. Wir laufen dem Herrn entgegen. Und er ist unser Licht. Was hilft uns noch, im Licht zu leben? Lobpreis. Psalm 89, Vers 16. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. Glücklich sind wir, wenn wir wissen, wie wir lobpreisen. Glücklich sind wir. Warum? Weil wir dann das Licht des Herrn kennen und in ihm wandeln. Im Licht deines Angesichts wandeln sie. Was hilft uns, im Licht zu leben? Lobpreis. Lobpreis hilft uns so arg, im Licht zu leben. Amen. Und bitte, wenn wir lobpreisen miteinander, hau dich voll rein. Hau dich rein von Anfang an. Das Lobpreisteam, weißt du, das leitet uns. Es schiebt uns nicht, es leitet uns. Und manchmal fühlen wir uns nicht nach Lobpreis, oder? Manchmal denken wir uns, Lobpreis oder das Lied, das mag ich auch schon nicht mehr singen. Ich verstehe das. Manche Lieder habe ich schon verbrannt zu Hause. Nein, das stimmt ja gar nicht. Aber ich habe es weh. Manchmal sage ich, Peter, bitte, wir können nicht 20 Jahre ein Lied singen. Ja. Peter sagt ja. Aber es ist ziemlich egal, weißt du, es ist... Im Lobpreis geht es nicht darum, wie gut, wie schön wir ein Lied finden, sondern den Jubelruf zu kennen, bedeutet, was wir das können und wissen, wie das geht, dass wir Gott zujubeln. Dass wir ihm zujubeln. Im Alten Testament steht, juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Das ist doch so verkehrt, oder? Weil wir wollen jubeln, wenn wir das Ergebnis sehen. Aber Gott sagt, wir jubeln, weil wir im Glauben leben. Wir jubeln, weil wir wissen, wer er ist. Und während wir jubeln, kommt Licht und wir sehen sein Angesicht. Das bedeutet, Lobpreis hilft uns, im Licht zu leben. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie ist es nebelig, ich sehe nichts, mach Lobpreis. Weil dann kommt das Licht und wir sehen auf einmal sein Angesicht. Und Licht kommt. Lobpreis ist so eine gute Sache. Und nicht nur für uns, sondern Jesus ist würdig. Er ist würdig, all unserem Lobpreis, er ist würdig. So, wenn wir Lobpreis machen, stehen wir auf, wir heben unsere Hände, wir singen laut, wir fokussieren uns auf ihn. Ist das immer leicht? Nein. Aber ist es möglich? Absolut. Und manchmal ist es so wie bei einem Flugzeug, das so anfährt, das ist mein Lieblingsteil vom Fliegen, wenn das Flugzeug fährt und dann hebt es ab. Und es ist irgendwie ein bisschen unangenehm. Oder du denkst, meine Güte, wie soll das Ding in die Höhe kommen? Ja? Manchmal ist es im Lobpreis auch so.
Oder auch wenn wir in Zungen beten. Manchmal ist dieser Part von, wo du denkst, so, boah, wie soll das so abheben, oder? Und wir fahren so dahin. Es kommt irgendwann der Moment. Und der kommt ganz sicher. Jedes Mal, wenn wir Lobpreis machen, weil Gott hat es versprochen, dass er im Lobpreis seines Volkes wohnt und thront und sich manifestiert. Und Gott ist kein Lügner. Was er verspricht, das tut er. Und deshalb, wenn wir ihn erheben, er kommt jedes Mal. Und wir heben jedes Mal ab. Es ist jedes Mal, juble, du Unfruchtbare, die du nicht viele Kinder geboren hast. Und was wird dann sein? Gott wird dich segnen und er wird dich fruchtbar machen und er wird Dinge aufblühen lassen in deinem Leben und sein Licht wird kommen vor seinem Angesicht. Lobpreis ist the way to go. Lobpreis ist nie fehl am Platz. Ich war schon auf Begräbnissen, die so traurig waren, aber wo Lobpreis gespielt worden ist und es war so stark und so passend. Lobpreis ist nie fehl am Platz. Weil Gottes Gegenwart und sein Licht ist immer richtig. Amen. So, wir setzen uns seinem Licht aus. So leben wir im Licht. Wir setzen uns seinem Licht aus. Wir leben wahrhaftig. Wir lernen ihn immer mehr kennen. Wir holen ihn rein, wer Jesus ist. Und so leben wir. Und so werden wir verändert. Ich brauche Veränderung in meinem Leben. Du brauchst auch Veränderung in deinem Leben. Und das bedeutet nicht, dass wir uns schlecht fühlen. Wir arbeiten hart in dieser Gemeinde daran, diese Message zu hämmern, dass es gibt keine Verdammnis. Wir sind die Gerechtigkeit, was Jesus getan hat, was Gnade bedeutet. Und das brauchen wir, zu wissen, wer wir sind, wer unser Jesus ist, was er getan hat. Und so kann ich leben im Licht, weil so habe ich auch keine Angst, mich dem Licht zu nähern. Richtig? Weil es gibt kein Schämen mehr. Meine Identität liegt nicht in dem, was ich tue. Aber mein Leben, wie mein Leben ausschaut, hat sehr viel damit zu tun, was ich tue, wie ich denke, wie ich rede, wie ich Dinge wahrnehme. So lassen wir unsere geistigen Augen erleuchten, dass unsere geistige Wahrnehmung die richtige ist. Setzen wir uns seinem Licht aus, seinem Wort, seiner Gegenwart. Setzen wir uns Gemeinschaft aus. Zieh dich nicht zurück von all diesen Dingen. Gib deinen ganzen Lobpreis. Halt ihn nicht zurück. Wenn es dir mies geht oder wenn es dir gut geht, schmeiß deine Arme in die Luft. Auch zu Hause, lob den Herrn. Du brauchst kein Lobpreisteam dafür. Lobpreisteam ist super. Aber wir können alle Zeit den Herrn loben. Und es kommt sein Licht. Und Dinge werden klar, wie sie wirklich sind. Und er kann reden zu uns, wie die Dinge wirklich sind. Und er hilft uns. Wenn sein Licht kommt und auf etwas scheint, kommt auch immer seine Gnade, das Richtige zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du siehst was an dir und es ist Verdammnis da, dann ist das nicht das Licht Gottes. Täusch dich nicht, der Teufel, er ist gerne religiös. Er macht gerne Dinge nach, aber er ist ein ganz anderer Geist. Verdammnis kommt nie von Gott. Wenn du mit Dingen kämpfst, jetzt, und jeder von uns kämpft mit Dingen, und es ist keine Schande, mit Dingen zu kämpfen, dann hol sie ins Licht. Hol sie ins Licht. Lass das Licht scheinen. Lass sein Licht scheinen. Und habe ein demütiges, offenes Herz. Und hör, was er sagt. Mach, was er sagt. Mit Gott zu leben ist nicht schwer. Ist ziemlich einfach. Aber es kostet uns schon alles. Es kostet uns schon alles. Wenn du versucht bist, dich von dem Licht zurückzuziehen, schäm dich nicht. Gott ist da, sein Licht ist da, er ist unser Licht, vor wem sollten wir uns fürchten? Amen. Sein Wort ist ein Licht, eine Leuchte auf unserem Weg. Wovor sollten wir uns fürchten? Er ist dieser Weg, er ist dieses Licht. Wir wandeln im Licht, wir haben Gemeinschaft
miteinander. Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Also das Blut Jesu hat uns gerecht gemacht, wir sind, wer wir sind, aber es ist permanent auch am Reinigen. Es ist so, wie wenn du gestern unterwegs warst irgendwo, dann am Ende des Tages bist du verschwitzt und bickig und grauslich. Und dann sitzt nicht daheim und sagst, mein Gott, was bin ich für ein schrecklicher Mensch, ich bin bickig und grauslich und stink. Nein, du gehst in die Dusche. Genauso ist es mit dem Blut Jesu. Wir sind, wer wir sind. Wir müssen uns nicht schämen, aber wir gehen und lassen uns reinigen, richtig? Lassen sein Licht drauf und sagen, boah, Heide, ich brauche da Vergebung. Ich brauche da deine Sicht. Ich brauche einen Neuanfang da. Und sein Blut kommt und reinigt uns. Und sein Licht scheint und seine Gnade hilft uns. Ist ziemlich einfach. Ist nicht schwere Theologie. Aber es kostet uns schon was. Halleluja. 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 Danke, Heiliger Geist, für dein Licht. Jesus, danke, dass du gekommen bist als Licht in mein Leben. Danke für Licht. Danke, dass du immer noch so ein großartiger Retter bist, Jesus, dass dir nichts unmöglich ist. Heiliger Geist, tu dein Werk jetzt hier auch. Lass leuchten dein Licht. Lass leuchten dein Licht. Bring Wahrheit, Freiheit, neue Hoffnung. Für einige hier, der Heilige Geist möchte dir jetzt auch deine nächsten Schritte beleuchten. Du stehst irgendwie da und du hast das Gefühl, du gehst so im Kreis herum. Du findest die Ausfahrt nicht. Der Heilige Geist möchte dir jetzt Dinge beleuchten. Und sei offen jetzt auch. Sei offen für, was er sagt. Nicht das, wie du es gern hättest, was er sagt. Lass ihn leuchten da auf deine nächsten Schritte. Was er sagt, wo du hingehst. Weisheit, die jetzt kommt. Halleluja, danke, Heiliger Geist, lass dein Licht leuchten. Danke, dass du uns hilfst, dass wir im Licht leben. Dass wir im Licht leben, in deinem Licht, Jesus. Dass wir dich erheben, Herr, vor dein Angesicht kommen. Dass Wahrheit in unserem Leben triumphiert. Gnade, die jetzt kommt. Freiheit von Furcht und Angst in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, dass es kein Schämen gibt für uns. Danke, dass wir miteinander gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, danke, für, danke, 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 Herr. Halleluja. Halleluja.